Ich werde auch immer mitgefilmt von einer zweitklassigen Kameraperson. So, geht's los, ja? Wir sind bereit. Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute sind wir in einem riesengroßen Öllager. Nein, Scherz. Heute sind wir beim Sebastian, zumindest an einem Ort, wo sein M2 eingestellt ist, den wir euch heute vorstellen möchten und euch ein bisschen über die Modifikationen an dem Fahrzeug ein paar Einblicke gewähren wollen. Er selbst ist auch da, er passt aber leider nicht aufs Bild, weil sein Ego ist größer als 16:9, aber vielleicht geht er nachher nur alleine drauf. Genau, nein, er wird dann zu uns stoßen. Ja, heute reden wir schon wieder richtig viel Bullshit, super. Aber es ist eigentlich immer so, wenn er dabei ist. Ja, ich hoffe, es geht vom Ton her. Wir sind dann neben einer gut befahrenen Straße. Wie gesagt, sein M2 schauen wir uns heute näher an. Das Ding hat jetzt für 2020, die Saison, die niemals stattfinden wird, eine neue Farbe bekommen. Und er ist jetzt in einem wunderschönen Gelb. Für mich wahrscheinlich die beste Ausbaustufe, die das Auto jemals gehabt hat. Was nur fehlt, sind Räder. Die werden wir, wenn sie da sind, dann garantiert einmal nachreichen. Vielleicht nur mit einem kleinen Carporn. Sehen wir dann, wie es sich ergibt. Heute schauen wir uns das an, was alles umgebaut ist. Und das ist reichlich. Schauen wir uns mal an, wie das Auto in der neuen Farbe wirkt. Und dann quatschen wir mit ihm drüber, was er oder andere daran modifiziert haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Carporn und bis gleich. So, geht schon los? Ja. So, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick ins Auto gefallen. Und der Sebastian ist jetzt trotz Ego-Problem bei uns. Und ja, wo fangen wir überhaupt an? Das ist mit Abstand das Auto, was du mal definitiv am längsten hast, würde ich sagen. Das stimmt, ja. Außer, nein, nichts außer, das ist der längste, brutal. Ja. Geil. Und das Ding ist original natürlich nicht gelb, sondern scheiße blau. Echt? Nein. So, schöne Farbe. Der ist ursprünglich blau, weil jeder Pisser fährt dann in blau. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich eine andere Farbe. Sperrt uns YouTube, wenn man. Nein, wegen sicher Dinge nicht. Okay, passt. Ja, super. Gut, er ist blau, super. Ich kann mich noch erinnern, wie er einen geholt hat. Hat eine richtige Freude im Schädel gehabt. Hat ungefähr 27 Mal angerufen beim Herfahren, dass es so geil ist. Und es ist überraschenderweise normalerweise bei ihm so, dass er nach spätestens 2 Wochen sagt: Ja, sehr lässig. Danke, nächster. Aber der macht nur immer Freude. Das stimmt, ja. Er ist wirklich der Einzige, gell? Das stimmt, ja. Ja, ist geil. Er war auch nicht lang Serie. Ich glaube, er war eigentlich nie Serie, weil ich habe ihn schon gekauft mit Federn. Und ah ja, der, mit H&R-Federn. Genau, und der Performance-Auspuffanlage. Aber die war mir zu leise. Stimmt. Obwohl das die ist, die eigentlich damals gesperrt worden ist von BMW für den Umbau, weil die zu laut war. Genau. Die haben es eingestellt und neu überarbeitet und mehr dem, wo ich reingestopft.
Oder Stroh. Stroh. Ich glaube Stroh. Stroh war das, Stroh. Ja. Und ja. Brennt da jetzt auch, weil Stroh ist auch wieder drin. Ja, genau. Super. so viel Scheiß schon wieder. Genau. Dann war trotzdem M-Performance zu leise. Dann hat der Buffy Hand agiert. Zuerst Downpipes, ja. Genau. Das war mir aber noch immer zu leise. Ja. Dann haben wir Rohr gebaut. Genau. Nur Rohre. Ja, es mehrere Rohre, ein großes, das dann als Auspuff fungieren darf. Okay, und jetzt ist ein langes Rohr. Genau, ein langes Rohr mit 4 Endrohre. Aber sonst eher weniger dazwischen. So ein Topf oder so? Ja, den kann ich umstellen mit Klappenauspuff, ah, also grundsätzlich. Ja. Aber genau, Klappe und dann Durchtopf oder ohne Topf. Genau. Sehr geil. Also das Ding ist wirklich bestialisch laut. Depf. Depf, genau. Es ist bestialisch laut, klingt aber wirklich nicht unangenehm, sondern es klingt eigentlich wirklich geil. Und dieses typische Blecheln, was er da so gehabt hat, das ist eigentlich was weg. So wie jeder BMW klingt, wie ja. Wenn es auf eine leere Cola-Dosen pisst, das tut er eigentlich nicht. Und das ist, also der Spruch ist wirklich für mich der beste, den ich beim M2 jemals gehört habe. Respekt an den Buffy, da hat er sich wirklich ausgezeichnet. Das stimmt. Ja. Ja, soviel zum Auspuff. Spoiler war, glaube ich, auch ganz am Anfang gleich. Ja, genau. Das weiß ich aber nicht mehr, wer der Hersteller ist. Ich auch nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube 3D-Design oder irgend sowas. Nein. Nicht. Düt. Genau, ja, super. Räder momentan Serie. Da kommt aber was. Darf man das schon sagen? Darf ich sagen oder willst du sagen? Sagen wir es gleichzeitig. Sagen wir, auf 3, oder? Auf 3. 1. 2, 3. Dots. Genau, jetzt kommen wunderschöne Dots-Vierteiler. Ich habe wirklich Dots daheim liegen. Ah ja, stimmt, du hast wirklich Dots. Alltagsfelgen kommen, die sind von Dots, die liegen schon daheim. Der Reifen ist noch immer nicht aufgezogen. Na, weil ich die draufziehe. Ich genau. Kaufe nämlich extra immer beim Mutlo, kaufe ich immer extra so alte Reifen, also die sind von 2012, weil die rutschen dann mehr und die halten länger, wenn man Burnouts macht. Das ist eigentlich naheliegend. Die Vorderreifen sind noch immer die ersten. Ja. Und die Hinterreifen eh schon öfters gewechselt, aber jetzt okay. Bin ich umgestiegen auf 8 Jahre alte. Ja, und dann haben wir noch einen Sommersatz. Wir haben davor war ja vom René F-Garage bzw. Messer R3 Felgen drauf. Und letztes Jahr auf Fitment. War dir aber dann ein Stück zu. Nein, das war cool, aber ich habe den mega cool. Keramikbremsen umgebaut. Und dann hätte ich so viel Sturz fahren müssen, dass das ja. Ding nicht mehr fahrbar war, aber ich fahre ja echt gern damit eigentlich, von daher. Kommt jetzt was Normaleres, da darf sich der Yves, den wahrscheinlich jetzt eh keiner zuordnen kann, noch austoben. Das ist der mit der Brille. Der mit der Brille, genau. Und in den nächsten 2-3 Wochen wird dann der Satz auch da sein. Ansonsten haben wir noch Aventuris drinnen. Genau. Wir sind am Anfang GP4 gefahren. Ja, das hat echt gut funktioniert, aber muss man wirklich sagen. Ja, okay, es war halt Müll, aber sonst. Aber es hat lang, du warst lang sehr zufrieden damit. Bis es ausgebaut habe, ja. Bis es ausgebaut hast. Weil du mehr. Nein, weil du. Scheiße war. Nein, weil du Anforderungen gehabt hast, dass das Modul so jetzt. Ja, das stimmt, Schubknallen und Flammen. Aber das macht GP4 nicht. Ja, genau. Auf jeden Fall, jetzt ist von Franzi was drauf. Simon Motorsport. Und jetzt gibt es da eine Tastenkombination irgendwie. Wenn man da ein bisschen auf die richtigen Tasten herumdrückt, dann brennt es danach hinten. Ziemlich wild aus. Und ziemlich lang und ziemlich warm, aber es ist noch nichts kaputt. Ja, weil ich die Tastenkombination auch noch zufällig immer finde, also das weiß ich nicht so genau, wie das geht. Genau. Was haben wir noch gemacht? Spiegelkappen? Spiegelkappen, ja, von Carbon Fiber Dynamics, genau. Glaube ich, sind die, ja. Haben wir die bestellt? Habe ich dir eigentlich eine Rechnung geschickt? Natürlich. Achso, super, passt. Habe ich ein Paypal gezahlt. Ah. Grüße gehen raus und den Andi. Der war jetzt gemein. Ja, super. Käfig haben wir noch drinnen, Wichers. Genau, den hast du gesponsert. Boah, ich bin ein netter Typ. Aber sponsern darf man in Videos nicht sagen, weil dann glauben wir alles war gratis. Es war gratis. Also für mich, für dich nicht. Ah. Sie irritiert mich jetzt. Aber ist gut. Passt. Heckleuchten, Facelift. Facelift. Ja. Und die M-Performance-Sitze. Ja, genau. Der ja auf einem Recaro-Modell basiert. Sportster CS, glaube ich. Sportster CS heißt der, genau. Absolutes Mega-Ding und perfekt für das Auto. Dazu ist passende Lenkrad mit Öldruckanzeige, Temperaturanzeigen im Lenkrad. Empfehlung. Mega geil. Und zum Schluss natürlich Fahrwerk. Da
ist mittlerweile, weil es einfach besser funktioniert, ein Airlift-Fahrwerk eingezogen. Richtig. Steuerung ist seit eh und je. Akku, ja. Akku ja drinnen, ja. Mit dem Endo-CVT. Du warst, glaube ich, auch einer der Ersten, genau. Stimmt. Aber ich habe auch nie Probleme gehabt. Bis auf einmal ist er, glaube ich, ausgefallen, aber das stimmt, war ja gleich behoben. Da kann ich mich nur wiederholen zu den letzten Videos. Wir sind nach wie vor dran und können mittlerweile wirklich sehr, sehr viel reparieren. Da geht einiges schon. Ja, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, fast alle Modifikationen durch. Ja, das AK Motion Display habe ich noch drin. Was wirklich geil ist. Das ist echt cool, ja. Das kostet einen Scheiß. Da gibt es dieses Display, was nur Orange zeigen kann. Das A ist mit aber, A, genau. Ich weiß ja auch nicht, wie das heißt. Das ja ist aber kompletter Müll. Weil das AK Motion zeigt da alles an. Also ja, wie viel Prozent das Gas gibst, Öltemperatur, Wassertemperatur. Fehlercode? Auch, ja. Die Getriebetemperatur, halt alles, was du brauchst, damit man den Wagen auch vorsichtig warm fahren kann. Ja. Dann und auch die Temperatur vom Auspuff, was sehr wichtig ist, wenn man Flammen schießen will, weil dann muss er über 800 haben. Aha! Ja, so viel wollte man, glaube ich, gar nicht wissen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also ich freue mich richtig auf die neuen Räder. Ich habe das Design ja schon gesehen, das wird, glaube ich, in Verbindung mit der Farbe wirklich eine geile Nummer, das wird echt fett. Und in 3 Wochen werden wir dann, wie üblich, auf dem Instagram-Kanal bei uns und sicher auch beim Herrn Scherb auf dem Kanal Fotos davon sehen. Freue mich sehr drauf. Du wirst es nicht posten? Ja, ich poste nur mehr so Food-Dinger und Fitness-Sachen und Airlift-Flaschen, wo man draus trinkt und riecht, weil ich bin Influencer jetzt. Ah, okay. Erfolgreich, oder? Nein. Okay. Outfluencer. Hauptsache, du machst das, der Rest. Ich krieg Geld dafür, dass ich keine Werbung mache. Ah, sollten wir dann nachher nochmal drüber reden. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir wirklich alles gesagt zum Auto. Ja, so Carbon-Kleinigkeiten halt. Ja. Die M2-Embleme und die Nein, das Wichtigste, die Motor haben, ja. Ah ja, stimmt, die M-Performance Carbon-Vollmotor haben. Ja. Die aber eigentlich auch nicht sehr gut wert ist. Ich finde schon. Es gibt coolere, die vom Urle zum Beispiel ist cooler und kostet, glaube ich, die Hälfte. Okay, mir gefällt die sehr, sehr gut. Was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass der Großteil trotzdem in Wagenfarbe ist und nicht einfach ein liebloses Stück Carbon vorne dran ist. Und nur diese Hutzen, wie man heute halt so sagt, diese Powerdom nennt man das in der Tuning-Szene. Danke. Bitte. Der eben in Carbon. Gefällt mir sehr, sehr gut, so wie es ist. Und ja, für mich ein echt gelungener M2 in guter Tiefe. So würde ich ihn eigentlich auch fahren einmal, ja. Aber ich bin ja schon öfters gefahren. Bis nach Polen. Brutale Reise. Ja, in diesem Sinne haben wir jetzt einmal Auto Nummer 1 durch. Das Video wird nämlich eigentlich ein Zweiteiler. Wir werden jetzt zusätzlich noch zu seinem RS6 fahren, der wunderschöne Räder letztes Jahr gekriegt hat. Wir werden uns dort das Tiefverlegungsmodul auch noch anschauen. Und ich habe ihm versprochen dafür, dass er heute seine extrem wertvolle Zeit nimmt. Er hat extra von der Arbeit früher gehen müssen. Genau, ja. Aber in Kurzarbeit. Und hast Kurzarbeit, ja. Genau. Deswegen werde ich ihm die Räder raufstecken, weil er hat leider auch noch eine Verletzung, das ist der wahre Grund. Und deswegen helfe ich ihm dabei jetzt und dann schauen wir uns in RS6 für euch im Teil 2 an und für uns in 10 Minuten. So, danke, lasst ein Like da, kommentiert fleißig. Subscriben, YouTube folgen oder was? Genau so und nicht anders. Genau. Bis dahin zum Teil 2 und ciao.